Herzlich willkommen erstmal als kleine Vorbemerkung. Ich finde es unheimlich warm hier, aber wir sind ja Vorbild und dadurch unheimlich energieeffizient. Und dadurch haben wir keine klassische Klimaanlage. Und wenn so viele Menschen hier drin sind, dann funktioniert das noch nicht ganz so, wie es sein sollte. Aber da wir jetzt weniger Menschen sind, haben wir all die Hoffnung, dass die natürliche Lüftung funktioniert. Erstmal ein, zwei Worte zu mir. Ich bin die Ökologiereferentin der Heinrich-Böll-Stiftung und ich führe heute durch diesen Workshop und versuche das auch als Workshop auszugestalten, auch wenn wir nicht unbedingt Workshop-Größe sind. Aber ich denke, jetzt nach diesem etwas frontalen Vormittag versuchen wir sehr schnell, das Publikum einzubeziehen. Der Fokus dieses Workshops ist Mobilität. Und ich als Ökologiereferentin habe natürlich ein sehr normatives Bild der Zukunft und ich wünsche mir natürlich eine grüne Stadt im Sinne von einer dekarbonisierten, umwelt- und gesundheitsverträglichen Stadt. Und wenn ich das möchte, dann muss ich mir den Verkehr angucken, weil der Verkehr halt zu 25% der Emissionen ungefähr ausmacht von einer Stadt. Diese Zahl rauszukriegen hat mir große Probleme bereitet, weil ich dachte, ich weiß, dass es sozusagen deutschlandweit, europaweit ungefähr 32% sind, was der Verkehr im Emissionsbereich ausmacht. Es gibt aber kaum Zahlen darüber, wie viele Städte eigentlich emittieren. Und das hat wohl damit zu tun, das haben wir in der Diskussion am Anfang schon rausgekriegt, wo man halt sozusagen die Grenze zieht zwischen Stadt und Land und ob man den ganzen Transport in die Stadt mit einbezieht oder nicht. Also wir können nur festhalten, es ist ein wesentlicher Anteil der Emissionen und in dem Bereich Verkehr haben wir das Problem, dass wir anders als zum Beispiel in der Gebäudesanierung oder im Industriebereich die Tendenz steigend ist und nicht stagnierend oder abnimmt. Das heißt, wir haben noch nicht wirklich erfolgreiche Konzepte gefunden, die Emissionen zu reduzieren. Zudem neben den Emissionen, also CO2-Emissionen, ist es natürlich total wichtig, sich auch den Lärm und den Flächenverbrauch, die Gesundheitsgefährdung, die Unfallgefahr anzugucken. Auch das beeinträchtigt natürlich wesentlich die Lebensqualität in den Städten. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich doch erstmal ein kleines Meinungsbild haben. Und zwar würde ich gerne wissen, wie hier alle hergekommen sind. Also, was ist sozusagen unsere Mobilität innerhalb der Stadt Berlin? Und vielleicht machen wir das einfach mit Handzeichen und fangen mit dem kleinsten Anteil des Modal Shifts sozusagen an. Und zwar mit dem, wer geht hier zu Fuß? Okay, ja, das entspricht, obwohl in Berlin der Anteil relativ hoch ist, also da war ich erstaunt, das sind so 20%, das ist gar nicht der kleinste, das ist nur allgemein. Okay, wer ist mit dem Rad gefahren? Sehr, oh, das ist doch hier, würde ich sagen, fast eine Mehr. Erwartbar. Ja, gut. Grünes Publikum, Berlin. Ja. Und wer ist mit dem Auto gekommen? Aus Berlin oder aus dem Umland? Innerhalb Berlins. Okay, das ist nicht ganz repräsentativ. Und mit dem öffentlichen Nahverkehr? Und wer hat das alles kombiniert? Aha. Also alles heißt, nee, wer hat das Rad mit dem öffentlichen Nahverkehr kombiniert? Und okay, gut. Ich würde sagen, nicht ganz repräsentativ, aber es gibt eine gewisse Tendenz der Modal Shift sozusagen, der Aufteilung in den Städten ist sehr viel fortschrittlicher als auf dem Land. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, das sind ca. 45% fahren mit dem Auto, 20% oder so, das ist schwer zu erkennen, weil es, es war so eine Grafik, sind Fußgänger, 10% ungefähr sind Rad, 15% in ÖPNV, kann eigentlich kaum sein. In Berlin? Nee, insgesamt im Durchschnitt in den Städten in Deutschland. Wie das in Indien ist, werden wir sehen. Warum sitzen wir hier? Wir wollen uns gemeinsam eigentlich fragen, wie sich die Mobilitätsbedürfnisse in unseren Städten entwickeln werden, und zwar einerseits in europäischen Städten und andererseits in den Megacities des Südens. Und dabei müssen wir eigentlich ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, was für Einflussfaktoren da sind. Neben den steigenden Ölpreisen und der CO2-Bepreisung, die natürlich bestimmte Mobilitätsformen viel teurer machen werden, sind es natürlich auch ein verändertes Alltagsverhalten, zum Beispiel durch Internet. Wenn wir weniger einkaufen gehen, müssen wir uns weniger fortbewegen, weil wir alles über Internet machen können. Was sehr, sehr entscheidend ist, ist der kulturelle Status von unterschiedlichen Verkehrsträgern, zum Beispiel Auto.
Ja, es gibt eine Tendenz in der sozusagen Urban Crowd in Europa und in den USA, dass das Auto seinen Mythos-Faktor verliert und abgelöst wird zum Beispiel vom iPhone. Also, dass die Leute nicht mehr Autos haben, weil sie das als wichtiges Statussymbol empfinden. In Indien ist das wahrscheinlich auch anders, aber darüber muss man reden, weil Mobilität ist nicht unbedingt rational. Das zeigt sich auch an der Zahl, dass die Hälfte der Pkw-Fahrten in unseren Städten kürzer als 5 Kilometer sind. Und die könnte man ja locker mit einem anderen Verkehrsmittel machen. Das sind die Einflussfaktoren, über die ich mit all den Referenten hier reden möchte. Und auf dieser Basis, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, wie entwickelt sich die Stadt? Was für Mobilitätsangebote wollen wir dafür entwickeln und wie kriegen wir das hin? Und dafür habe ich sehr unterschiedliche Referenten eingeladen mit unterschiedlichen Perspektiven. Einmal Herr Bert Kanzler vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforscher. Er ist Leiter der Projektgruppe Mobilität und ich würde mal sagen, bringt einerseits die Perspektive des Wissenschaftlers mit, der aber seine Konzepte auch immer wieder in der Praxis erprobt hat. Von Haus aus Volkswirt, Soziologe und Politologe, forscht über Mobilitätsentwicklung und Verkehrspolitik und hat unter anderem uns unglaublich tolle Studie geschrieben, Grüne Wege aus der Autokrise, die ich natürlich allen hier ans Herz legen möchte. Dann habe ich einen Praktiker sozusagen eingeladen, Rüdi Ott, der ist der Leiter des Geschäftsbereichs Mobilität und Planung im Tiefbauamt Zürich. Er ist verantwortlich für die sehr innovative Mobilitätsstrategie der Stadt Zürich und ist von Haus aus studierte er Bau- und Verkehrswesen. Sehr herzlich willkommen. Und dann habe ich Anumita, deren Nachnamen ich nicht sagen muss, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Perhaps you can tell us how to spell your last name. Anumita from India. Sie ist Leiterin des Center for Science and Environment in Neu-Delhi. Eine der zentralen Thinktanks im Bereich Umweltschutz in Indien. Ihr Arbeitsschwerpunkte sind die Recherche und Interessensvertretung nachhaltiger Städte. Und sie fokussiert sich darauf, das Politikprogramm zu sauberer Luft und nachhaltiger Mobilität aufzubauen. Sie wird natürlich ganz stark einbringen, was sind die Probleme im Süden, in Städten wie Delhi. Unser Vorgehen. Wir werden jetzt erstmal unsere drei Referenten bitten, einen Input zu geben, wie sie sich die Zukunft vorstellen und was ihre Idee von einem idealen Mobilitätskonzept ist. Dann werde ich nochmal gleich das öffnen fürs Publikum, damit man das nachfragen kann. Und in der zweiten Runde wollen wir darüber reden, wie wir das erreichen können. Also über Politik, Maßnahmen, Bewusstsein, was auch immer. Jetzt gebe ich erstmal Bert Kanzler das Wort. Ja, meine Damen und Herren, ich werde was sagen über die Perspektive im Norden, in den entwickelten Städten, in den vorhandenen Städten, in den stagnierenden, zum Teil schrumpfenden Städten der nördlichen Hemisphäre und werde versuchen, ein Bild zu entwerfen, wie dort eine integrierte Mobilität, die bezahlbar ist, die nachhaltig ist, die energetisch verträglich ist, zu skizzieren. Aber bevor ich das tue, wollte ich noch mal drei Fragen versuchen zu beantworten. Die erste Frage, bevor man sich an die Skizze einer integrierten Mobilität macht, muss man sich schon fragen, denke ich, was zeichnet sich eigentlich im Moment bei urbaner Mobilität ab? Was können wir, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, sehen, was ist in der urbanen Mobilität des Nordens, hier in Europa, in Nordamerika, speziell auch in Deutschland, zu betrachten und was ist zu sehen? Da ist zunächst einmal in der Tat, wir haben es gerade schon gehört. Wir haben sowas wie eine Versachlichung des Automobilverhältnisses. Also man kann es auch Entzauberung des Automobils nennen. Also dieses Automobil als Prestigeobjekt hat in der Tat an Bedeutung verloren. Wir haben gleichzeitig, und das ist nicht normativ, sondern das ist empirisch, einen Aufschwung des Fahrrads in vielen großen Städten, nicht in allen, aber in vielen großen Städten einhergehend in der Regel mit einer aktiven Infrastrukturpolitik, also mit Fahrradwegeausbau, mit Halteplätzen an öffentlichen Nahverkehrsknotenpunkten etc., haben wir einen Anstieg in den letzten Jahren des Fahrradverkehrs zu beobachten. Wir haben als zweites, als Basistrend, auch seit einigen Jahren nicht stark, aber immerhin in Ansätzen sowas wie Reurbanisierung, also die Wiederaufwertung der städtischen als Wohnort. Wir sehen gleichzeitig
derzeit, und ich würde das auch als relativ gesicherte Prognose für die nächsten Jahre und Jahrzehnte betrachten, wir haben eine überproportionale Steigerung insgesamt der Mobilitätskosten. Das betrifft nicht nur das Automobil, es betrifft auch den ÖPNV, den Fernverkehr, bei Flugverkehr ist ein Sonderfall, weil wir damit sozusagen mit dieser Deregulierung in den 90er Jahren eine ganz unterschiedliche Entwicklung hatten. Aber insgesamt haben die Mobilitätskosten zugenommen und nehmen sie zu, überproportional. Und das ist jetzt sozusagen der vierte Punkt, der auch in eine Prognose mündet. Der Klimaschutz zwingt immer stärker zur Abkehr der fossilen Energiebasis. Das heißt, wir werden Zug für Zug Umzug in die postfossile Mobilität und in neue erneuerbare Energieträger hineinkommen. Das ist zumindest in der Übergangszeit auch nicht unbedingt billig. Das sind so aus meiner Sicht wichtige Rahmenbedingungen, die man, glaube ich, mit einiger Sicherheit formulieren kann, was die Zukunft der städtischen Mobilität angeht. Was wissen wir jetzt eigentlich hinsichtlich der Mobilitätsbedürfnisse? Auch das war ja jetzt im Vorfeld dieses Workshops eine Frage, wie entwickeln sich eigentlich die Mobilitätsbedürfnisse? Was wissen wir über Mobilitätsbedürfnisse von Städtern? Wir wissen erstens, die Autos haben, auch wenn sie in der Stadt nicht so verbreitet sind wie im Umland und auf dem Land, das ist richtig, aber sie haben trotzdem sozusagen die kulturellen Standard gesetzt. Das Auto als individuelles Verkehrsmittel und die hohe Motorisierung, die hohe Führerscheinquote durch alle Schichten hinweg hat sozusagen die Standards gesetzt, hinter der man, würde ich sagen, im großen Stil nicht zurück kann. Das gilt übrigens auch für die künftigen Alten. Wir haben das mit diesen Schlagworten Eigenraum und Eigenzeit. Das ist einfach, selbst wenn man selbstbestimmt in den Stau fährt, das ist immer noch selbstbestimmt. Das ist schon eine Art von Eigenständigkeit und Selbstbeweglichkeit, die mit dem Auto in die Welt gekommen ist, die wir nicht sozusagen einfach leugnen oder wegdiskutieren können. Zweiter Punkt, was wir auch wissen, dass alle Alternativen zum Auto dann erfolgreich sind, wenn sie mehrere Kriterien erfüllen. Sie müssen einfach sein, sie müssen transparent sein, sie müssen zuverlässig sein. Die Schweizer werden immer mit dem schönen Vertaxungsbeispiel als Erfolgsfall gewählt, eben weil sie diese Überschaubarkeit, diese Vertaktung, diese Zuverlässigkeit haben. Wir wissen auch, dass alternative Angebote, das gilt zum Beispiel für Fahrradverleihsysteme, die ja jetzt in den letzten Jahren boomen, dann besonders gut sind, wenn sie sichtbar im öffentlichen Raum sind, wenn sie ein enges Netz an Stationen haben und wenn die Sichtbarkeit an guten Plätzen im städtischen Raum vorhanden ist. Und der dritte Punkt, das ist sozusagen unser Mantra aus sozialwissenschaftlicher Sicht, Verkehr muss routinisiert ablaufbar sein. Man möchte sich nicht ständig über die Verkehrsentscheidung Gedanken machen. Man will nicht dauernd neu nachdenken, was jetzt das Bessere ist, sondern es muss routinisierbar sein, muss sich in Alltagsroutinen abbilden lassen. Das sind die Dinge, die wir als allgemeine Erkenntnisse aus den Forschungen zu Mobilitätsbedürfnissen haben. Jetzt zur dritten Frage, was ist eigentlich die Essenz urbaner Mobilität? Was macht urbane Mobilität, was unterscheidet es von nicht-urbaner, von ländlicher Mobilität? Erstens, in allen Städten, wo wir urbane Mobilität haben, ist der öffentliche Verkehr eine ganz entscheidende Säule. Vielleicht das Rückgrat, aber zumindest eine entscheidende Säule. Der ÖV ist oftmals auch die Basis städtischer Urbanität. Das haben wir ja gerade fast mustergültig in dieser kurzen Abstimmung gesehen. Das Zweite, das Fahrrad ist ebenfalls eine entscheidende Säule und ich glaube sogar eine wichtiger werdende, weil sie eben dieses Maß an Individualität hat. Und ähnlich wie das Auto diesen Grad von Selbstbestimmung ermöglicht. Und schließlich natürlich ist das Zu-Fuß-Gehen eigentlich die klassische Art der städtischen Mobilität, die vielleicht auch wieder an Bedeutung gewinnt, insbesondere dann, wenn es im Zusammenhang mit Gesundheit, sich selbst was Gutes tun, sich selbst fit halten, gesehen wird. Also das sind vorweg jetzt mal sozusagen die Rahmenbedingungen, das, was wir an Bedürfnissen feststellen können und das, was eigentlich urbane Mobilität ausmacht. Gleichwohl gibt es das Bedürfnis, glaube ich, und die Notwendigkeit, zu neuen Angeboten, zu kommerziellen Angeboten auch zu kommen. Das könnte man integrierte Mobilität nennen, man kann es auch intermodale Mobilität nennen. Es gibt verschiedene Begriffe, es gibt übrigens noch keinen griffigen Begriff, auch das ist ein Problem. Wie könnte sowas aussehen? Was sind Grundzüge eines solchen intermodalen, das heißt zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern verknüpften Stadtverkehrs? Erstens, das wirklich Neue ist, dass wir das Auto ganz anders einsetzen, nämlich als vernetztes Auto im öffentlichen Raum, als öffentliches Auto. Das ist ganz was anderes als ein Privatauto, über das nur ich verfügen kann, was aber dafür auch im Schnitt 23 Stunden am Tag sinnlos rumsteht, weil ich es nur eine Stunde im Schnitt benutze. Und das Elektromobil, das ist ja die Diskussion, die wir im Augenblick so ein bisschen wie aus heiterem Himmel bekommen haben, hat einen großen Vorteil, es kann nichts. Es kann im Verhältnis zum konventionellen Auto relativ wenig. Es ist eine Reichweite beschränkt, es braucht relativ lange, um geladen zu werden, wenn man es mit dem Tanken vergleicht. Das heißt, da ist man gezwungen,
Wenn man das Auto will, das Elektroauto, und das nicht nur sozusagen als Alibi betrachtet, dann muss man es verknüpfen mit anderen Verkehrsmitteln. Und dann muss man ein intermodales Angebot erstmal konzeptionell entwickeln, was dann auch das große Auto, wir haben das hier Rennreiselimousine genannt, das ist so ein Lieblingsbegriff, womit man dann auch die Überlandfahrten machen kann, die Urlaubsfahrten, das muss es als Mietangebot beinhalten, genauso wie natürlich Bahnangebote etc. Ich komme danach gleich nochmal genau drauf. Wichtig ist es, es muss verfügbar sein an allen wichtigen Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs. Es ist, glaube ich, durch das Smartphone eine schnelle, einfache, auch billige bei Flatrate-Nutzung Verknüpfung und Ortung und Buchung und all das möglich geworden, Reservierbarkeit. Und schließlich, Elektrofahrzeuge haben nur dann einen Sinn aus meiner Sicht, wenn sie regenerativ befeuert werden. Alles andere wäre ja ökologisch völlig blödsinnig. Das heißt, man muss es im Grunde letztlich als Teil eines intelligenten Energienetzes definieren. Und das ist der nächste oder übernächste Schritt, wo wir hin müssen. Und das kann man zunächst einmal vor allen Dingen in Flotteneinsatz machen, weil da sind solche Fahrzeuge kalkulierbar. So, das wäre aus meiner Sicht das wirklich Neue an einem intermodalen Stadtverkehr für Städte des Nordens, nochmal betont. Wie könnte sowas aussehen? Es ist nicht ganz neu. Es gibt schon Vorläufer. Hier unten dieser schöne Bus, das ist eben das Schweizer Beispiel. Das ist die Firma Mobility, die Autos betreibt als Carsharing-Fahrzeuge, schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich, in enger Zusammenarbeit mit der SBB und auch mit den lokalen Verkehrsverbünden. Also da gibt es ein Geschäftsmodell, was bereits sehr, sehr gut und sehr lange auch mittlerweile funktioniert. Oben rechts eine neue Kooperation in Deutschland, auch einigermaßen sensationell. Ein norddeutscher Carsharing-Anbieter Cambio hat mit Greenpeace Energy über mehrere E-Fahrzeuge ein Joint Venture sozusagen gegründet, wo man eben versucht, Elektrofahrzeuge ins Carsharing regenerativ befeuert einzuführen. Also das gibt es bereits und das ist etwas, jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit gucken. Eine Minute habe ich noch. Das ist etwas, was wir im Rahmen auch dieser E-Mobility-Hype-Welle, die ja seit einiger Zeit rollt, verwirklichen wollen in Berlin. Nämlich diese Pyramide ist die Integration. Unten die Basis ist der ÖPNV, ist die Zeitkarte AB oder ABC für den Verkehrsverbund Berlin. Darüber eine Anzahl, die man so wählen kann, je nachdem wie viel Bedürfnis man hat, ob man einmal pro Woche fährt oder einmal im Monat fährt oder vielleicht alle zwei Tage oder dreimal im Jahr, kann man dann eine Anzahl von Fernreisen oder Kilometerkontingenten dazu nehmen. Man kann dann ein Carsharing für sich selbst auch einen gewissen Bedarf definieren und kann dann Kilometer dazu nehmen und hat dann obendrauf noch als Spitze, als i-Tüpfelchen eine Flatrate für Public-Bike-Angebote in der Stadt. Das Ganze integriert in einem Tarif, das Ganze in einem App auf einem Smartphone und das Ganze natürlich günstiger als die Einzelelemente. Das ist das, was wir glauben, wäre der erste Schritt einer solchen integrierten Mobilität. Das muss man jetzt mal ausprobieren. Verändert das das Verkehrsverhalten? Trägt es zur Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs bei? Und funktioniert es überhaupt? Und kriegen wir sozusagen da auch vielleicht mehr Leute dazu, vom eigenen Auto, vom privaten Auto Abschied zu nehmen oder gar nicht erst auf die Idee zu kommen, sich eins zuzulegen. Aber das können wir vielleicht auch im Einzelnen nochmal diskutieren. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Hier muss ich jetzt als Moderatorin erstmal ein Lob aussprechen. Das ist optimal innerhalb der Zeit. Genau, wir können dann im Detail nochmal über diese Idee sprechen. Jetzt erstmal wünsche ich den Praktiker sozusagen. Jetzt bin ich einfach froh, wenn jemand die Technik umstellt, dass auch mein Vortrag kommt. Wer macht denn das? Ja, guten Tag, sagen kann ich ja trotzdem. Also grüezi miteinander. Sie haben sich ja schon heute ein bisschen die Möglichkeit gehabt, an den Schweizer Akzent zu gewöhnen. Ich werde dies einfach weiter fortsetzen, aber ein bisschen verstärkt. Ich wohne ja noch in der Schweiz. Meine Ausführungen werde ich dann auch vor allem auf die europäische Stadt ausrichten, aber wie überall, wir haben es heute gehört, die Städte sollen untereinander abkupfern, schauen, was die anderen auch machen und das einfach auf ihre Verhältnisse umsetzen. Also so ist es möglich, dass wir auch von Indien lernen können und umgekehrt vielleicht. Entschuldigung, ich rieche hier. Kann es jemand hier? Wie hast du das gerade? Das war drinnen, ne? Vollbildmodus. Gibt es hier einen Techniker, der uns irgendwie helfen kann? Das ist irgendwie anders als das, was ich hier... Anzeige.
Geht nichts, wenn man F hinkriegt. Also da, wir kriegen. So viel zu den technischen Lösungen und den Benutzerfreundlichkeit und der Routine und so. Ach so, live. Ja, okay. Ja, okay. Also, einfach das Bild von Zürich möchte ich Ihnen nicht vorbehalten, aber sonst gehe ich jetzt doch gleich weiter. Nun, wir sprechen ja Urban Future 2050, also 40 Jahre in die Zukunft. Da kann man natürlich zuerst auch mal 40 Jahre in die Vergangenheit schauen. Man muss ja das Gute, das Erfolgreiche nicht unbedingt über Bord werfen, sondern schauen, ob wir das fortsetzen können oder nicht. Die Zürcher Verkehrspolitik, die in meinen Augen ganz erfolgreich ist und hoffentlich noch sein wird, ist geprägt von Konstanz, Pragmatismus und Vernetzung. Vielleicht zuerst ein Wort zur Konstanz. Die heutige Verkehrspolitik oder Mobilitätsstrategie, wie es seit 2001 heißt, basiert auf dem Parlamentsbeschluss von 1974, Plafonierung des motorisierten Individualverkehrs, Kanalisierung, Förderung des öffentlichen Verkehrs, fand dann die Bestätigung 1987 mit dem Blaubuch, das auch in Deutschland ein bisschen bekannt wurde, und eben 2001 die Aktualisierung. Einfach immer angepasst an technologische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen etc. Das Ganze ist immer geprägt, oder eigentlich der Start, wenn Sie so wollen, war mit der Volksabstimmung 1973, mit dem Nein des Stimmbürgers zur Untergrundbahn. Die Leute wollten nicht, dass wir den ÖPNV in die Tiefe versorgen und die Oberfläche den Autos zur Verfügung stellen. Und eben der Stadtrat hat dann darauf reagiert mit seiner Politik. Und dazwischen gab es immer wieder Volksabstimmungen, sei es 1977 zur Beschleunigung des traditionellen öffentlichen Verkehrs, also die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich, Tram und Bus, dann die Grundsatzweisung des Stadtrates für die Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs in erster Linie und dann Velofußverkehr und was dann noch übrig bleibt, dann kommt dann der Autofahrer zugute. Dann, Sie sehen die weiteren Volksabstimmungen. Also das ist das schweizerische System. Wir wissen auch immer, woran wir sind. Das Volk, das bestätigt unsere Aktivitäten oder korrigiert sie, wenn wir da in die falsche Richtung gehen. Das war zur Konstanz, zur Vernetzung. Wir vernetzen mal alles im Verkehrsbereich. Zürichs öffentlicher Verkehr ist ja ziemlich weltbekannt, wenn ich schauen werde, alles nach Zürich kommt, um das zu schauen, wie wir es machen. Das ist selbstverständlich mal das gute Angebot, das wir haben. Aber genauso wichtig ist, dass die Förderung des öffentlichen Verkehrs eingebettet ist in ein Gesamtverkehrskonzept. Ich gehe nicht auf alle Details ein, nur eine Bemerkung, dass die Parkraumpolitik natürlich eher die restriktive oder zurückhaltende Parkierungspolitik ein sehr entscheidendes Element. Wir vernetzen aber auch die Mobilitätsstrategie, die Verkehrspolitik mit den anderen Strategien der Stadt, sei das nun Siedlungspolitik oder räumliche Entwicklungsstrategien, die wir gemacht haben, Maßnahmenplan Umwelt, Maßnahmenplan Energie. Zurück zum Verkehr. Sie sehen es, der Fußweg ist die erste und letzte Etappe der Transportkette im öffentlichen Verkehr. Das vergessen teilweise die Verkehrsunternehmen immer noch. Sie wollen fahren, sie wollen nicht für ihre Kunden schauen, aber wenn man zu Hause nicht zu Fuß weggeht, dann fehlt man als Passagier im öffentlichen Verkehr und dann müssen wir den auch nicht mehr fördern. Ich möchte überhaupt ein Plädoyer geben für den Fußverkehr. Der ist heute sehr wichtig und erst recht in der Zukunft. In meinen Augen ist der Fußverkehr das Rückgrat des Stadtverkehrs, natürlich der öffentlichen Verkehr mit den langen Distanzen, aber Walking is the glue of the transport system, der Leim, der alles zusammenhält. Ich habe gesagt, ohne Fuß, zu Fuß gehende keine Passagiere. Auch wenn Sie zu einem öffentlichen Parkhaus rausgehen, gehen Sie zu Fuß und das Parkhaus würde sonst auch nicht überleben. Und dann natürlich der Zusammenhang des Fußverkehrs mit der Urbanität, mit der Lebensqualität. Seit rund 10 Jahren ist ja Zürich und Wien beim Mercer Report eine Studie über die Lebensqualität international zu 15 Städten steht immer an der Spitze. Und das heißt auch wiederum, dass die Gestaltung der Stadträume, der Straßenräume, der Plätze und so weiter sehr wichtig sind. Denn, und zwar nicht nur in einzelnen Prestigeobjekten, sondern eigentlich flächendeckend überall, das ist Berlin auch ganz gut.
damit sich die Leute wohlfühlen, wenn sie gehen, denn sonst gehen sie nicht zu Fuß. Und in der Stadt Zürich haben wir diesbezüglich auch eine explizite Strategie Stadträume 2010. Der Name wird natürlich ändern. Nun, Blick in die Zukunft. Zuerst mal ganz pragmatisches Ziel. Wir haben es vorhin schon gehört. Ein multimodales Verhalten anstreben, also jenes Verkehrsmittel nehmen, das für den momentanen Zweck das geeignetste ist. Sei das nun wie rechts multimodal, heute Velo, morgen zu Fuß, oder sei das die verschiedenen Verkehrsmittel miteinander verbinden. Eine weitere Etappe ist dann natürlich die virtuelle Mobilität, Smartphone und all die Dinge. Nun, Verhaltensänderung, die beginnt eigentlich im Kopf und mit den Erfahrungen. Sie kennen, Sie müssen zuerst etwas wissen, die Information haben, da müssen Sie können, wollen und danach tun, also zum Beispiel umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Verkehr, können eben nicht mobilitätsbehindert oder nicht gehbehindert sein oder was auch immer, dann tun und dann erfahren Sie auch wieder damit. Dann merken Sie, dass der öffentliche Verkehr eigentlich ganz gut ist. Ich kann dann noch die Zeitung lesen und so weiter und dann weiß ich es wieder und das gibt so einen Zyklus. Jetzt nun die Verwaltung oder der Staat, der kann. Man kann auch beim Erfahren beginnen, mit den Informationen zum einen, aber auch mit den Erfahren. Der Staat setzt die Rahmenbedingungen, setzt Anreize, regulatorische Maßnahmen, Sanktionen. Man kann die Leute also quasi auch dazu zwingen, in Anführungszeichen, Erfahrungen zu sammeln und zu merken, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Das Ganze läuft bei uns unter dem Stichwort Mobilitätsmanagement, das in Deutschland natürlich auch. Mit dem wollen wir eine Bewusstheit schaffen bei den Leuten und da muss man eben mit Anreizen, mit Mobilität ist Kultur als Label und mit solchen Kampagnen, die irritieren Mobilspiele oder die Velo fördern oder das zu Fuß gehen mit Hörspiel und gleichzeitig den Stadtplänen, einfach den Leuten auch in positiven Anreizen geben, dass sie sich anders bewegen. Nun, 2050, wir haben uns damit auseinandergesetzt, nicht mit der Szenariotechnik von heute in die Zukunft geschaut, sondern sind gleich 40 Jahre in die Zukunft gesprungen und haben uns drei sehr verschiedene Bilder vorgestellt, gemalt, Individualität, also im Prinzip unbegrenzte Mobilität, Energieressourcen sind auch vorhanden, setzt voraus, dass man sehr viele Innovationen macht. Da steht natürlich das Individuelle viel stärker im Vordergrund als das Kollektive. Das gibt aber auch eine gewisse Diskrepanz zwischen umweltbewusstem Denken und Handeln. Das zweite Bild, Ressourcenknappheit, wie es der Titel sagt, die Energie wird knapp, hohe Transportkosten, da muss man dann wieder eher solidarisch sein und das Lokale gewinnt dann an Stärke. Das effizient natürlich auch, dass man das Vorhandene besser nutzt. Das dritte ist eher ein gesellschaftlich orientiertes Element, also zum einen grenzenlose Technisierung, Substitution von physischer Mobilität durch internetbasierten Tools. Man wohnt und arbeitet eher zu Hause, als dass man sich dazu bewegt. Man reguliert auch die Verkehrsangebote im öffentlichen Verkehr, aber auch beim MIV. Man muss Slots lösen, damit man sich überhaupt bewegen kann. Fußgänger ist frei, allerdings ist dann der öffentliche Raum eher leer und dementsprechend eher unsicher. Eine detailliertere Beschreibung finden Sie auch im Tagungsband. Dazu gehören auch, dass wir die gleichen sieben Personen in die Zukunft verfrachtet haben und je Tagebücher formuliert haben, wie sie sich in den einzelnen Eckpunktbildern bewegen. Alles finden Sie bei uns auf dem Netz. Stadt Zürich, Mobilität und Mobilitätsstrategie Zukunft Verkehr, mal die Broschüre, eher Populärbroschüre, die Synthese, dann die Arbeitsberichte zu den drei Eckpunktbildern und auch die Tagebücher, die mindestens für Verkehrsingenieure ganz spannend sind. Nun,
Die Kernaufgabe einer städtischen Verkehrsplanung ist und bleibt heute und auch in Zukunft aber die Verteilung der Ressourcen Raum und Zeit. Zu viele Leute wollen sich zur selben Zeit heute noch bewegen und im städtischen Umfeld, also ich spreche jetzt natürlich von der Stadt, können wir das eigentlich nicht zur Verfügung stellen. Also wenn wir die Mobilität gewährleisten wollen, die Mengen bewältigen wollen, dann zuerst zur Zeit, na, jetzt mache ich ein bisschen durcheinander, pardon, Zeit kann zukünftig eine gewisse Entlastung bringen durch 24-Stunden-Gesellschaft, Jahresarbeitszeit, aber auch da sind nicht alle Leute beweglich, dass sie dann zu arbeiten beginnen, wenn sie wollen. Und beim Platzbedarf, und das ist eigentlich die Folie, Sie sehen den Platzbedarf, den die einzelnen Verkehrsmittel haben, also den dynamischen Platzbedarf, Abstand zum Vorderauto, zum Seitenauto und so weiter. Und da sehen Sie, dass einfach der Autofahrer 10 bis 20 Mal mehr Fläche verbraucht als die anderen Verkehrsmittel. Also wenn wir in den Stadt, wenn wir kein Los Angeles machen wollen, Häuser niederreißen, mit dem mehr oder weniger vorhandenen Verkehrsraum umgehen wollen, dann ist es ganz klar, wir müssen den Umweltverbund fördern. Eine gewisse Platzeinsparung gibt natürlich eine Verlangsamung und Entschleunigung des Verkehrs. Wenn man langsamer fährt, braucht man ein bisschen weniger Verkehr, jetzt rede ich vom Autoverkehr. Vielleicht bringt auch die Hightech eine gewisse kleine Entlastung, löst aber das Problem nicht. Wenn's, dann ist vielleicht nicht mehr der Faktor 10 bis 20, dann ist der Faktor 5 bis 10. Sie sehen diese Folie mit den Navigation, Steuerhilfen oder wie es dann so schön heißt, Obstacle Recognition, also erkennen, ist ja typisch von Störelementen und Hindernisse, also man erkennt dann die zu Fuß gehenden und kann sehr schnell reagieren darauf, man wird auch geleitet, allerdings ist es da fraglich, ob man überhaupt noch selber steuert in diesen Fahrzeugen drin, stellt sich dann wirklich die Frage, ob das noch Individualverkehr ist, wer trägt dann die Verantwortung für das ganze System, ist es dann wieder der Staat. Eine Maßnahme, die in Zukunft sehr viel stärkere Bedeutung bekommen wird, ist das Mobility Pricing. Der Mobilität muss ihren Preis haben. Die Maßnahme, die Mobilität ist heute eigentlich zu billig. Das Ganze ist ja nicht ganz neu. Wir kennen Mobility Pricing bei der Parkierung, mit den Parkuhren, was auch immer. Wir kennen es von der City Maut, London, Oslo, was auch immer. Wir kennen es Deutschland und der Schweiz mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe beim Lastwagenverkehr. Wir kennen es auch beim öffentlichen Verkehr. Was Sie hier sehen, ist die Tarifzonen des Zürcher Verkehrsverbunds. Also Sie lösen ein Ticket für eine Stunde zum Beispiel, dürfen sich dann frei bewegen in dieser Zone, sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel benutzen oder Sie lösen eine 24-Stunden-Karte. Und wieso jetzt nicht dieses Element übertragen auf ein Mobility Pricing? Sie lösen also ein analoges Ticket, um sich frei zu bewegen in diesem Raum mit sämtlichen Verkehrsangeboten, sei das nun öffentlichen Verkehr, sei das auf der Straße, sei das Carsharing, Veloverleih oder was Sie auch immer nehmen wollen. Nebst der Verkehrslenkung als Ziel kommt auch die Verkehrsfinanzierung. Je länger, je mehr ins Spiel. Heute finanzieren wir ja alle Straßen, vor allem Straßenverkehrsinfrastrukturen, über die Treibstoffzölle. Und wenn wir zukünftig nur noch elektrisch rumfahren oder mit 2 Liter Autos, dann fehlt ja die Einnahmen. Und den Strom ist ein bisschen schwieriger da zu bepreisen. Herausforderung ganz klar, Energieverknappung. Wir haben in Zürich einen Auftrag aus der Volksabstimmung November 2008. Die Gemeindeordnung, das ist die Verfassung der Stadt Zürich, die wurde ergänzt mit dem Ziel, bis ins Jahr 2050 maximal 2000 Watt pro Person zu brauchen, respektive eine Tonne CO2 pro Person und Jahr. Wenn man vergleicht mit 6000 Watt heute oder 4-5 Tonnen CO2, dann ist das doch ein Rückgang auf einen Drittel. Und da wird auch der Verkehr, Sie sehen es unten rot eingerahmt, seinen Beitrag leisten müssen. Und da sind wir auch bei der praktisch letzten Folie.
die Handlungsstrategien für die postfossile Mobilität. Wir kommen um die Diskussion nebst der Effizienz, das haben ja alle noch ganz gern, aber nicht darum herum, auch die Suffizienz zu diskutieren und das auch im Verkehrsbereich. Wie sparen wir Verkehrsenergie, Verkehrsleistung ein? Besten Dank für Ihre Zuhören, und die Schweizer sind ein bisschen langsamer, dann brauchen Sie ein bisschen mehr Zeit. Ich bitte um Entschuldigung. Vielen lieben Dank für dieses Plädoyer, insbesondere für die Fußgänger. Ich habe den Eindruck, I have the impression that we try to do something or reinvent something you already do or do in India or still do in India, is to walk and to take the bicycle. But perhaps you can give us now an insight. Here we have the same problem again. Okay. And now, good. Speaking to us. Okay. Entschuldigung, jetzt haben wir das gleiche Problem, weil ich nicht aufgepasst habe. Oh ja, yeah, it is here. Ja? Yeah? Ja, hier. Oh Gott. Thank you. Since morning we have been hearing the big growth story. The growth story, how cities are growing across the world. And naturally, it's a story that we share even in Asia. And I come from India. And I really would like to share with you some of our stories. If you look at the trend in urbanization across the world, and since morning we have heard that how in Europe, US, even in Latin America, maybe 60% to 80% to 90% of your population that's urbanized. But that's really not the case in India. In India today we are talking about 30%. So 30% of the billion population who live in cities. But that 30%, the size, that population size is equal to the total population of United States today. And it's a huge number. And urbanization, the trend is expected to explode in the coming years. And clearly, therefore, we certainly have to think, how are we going to deal with the mobility needs of that population? And but what is important for you to understand, because we are continuously making this connection between mobility and climate change, CO2 emissions. But in India, the change, the imperative of change, started with public health. And that was truly the singular driving force which so far has been driving the mobility agenda in our cities. Because we were really quite horrified when we had started looking at the data that was coming out from different studies in India, that when our economy was just about doubled, but during the same time, the pollution load from vehicles had increased 8 times. And clearly we suddenly became conscious of the fact that the cost and the price that we are paying for the growth, and we really need to be conscious of that. And question and the issue that has been consistently then coming to us is just not about the people living in cities, but the poverty level in cities. You're already talking about 25%, the quarter of the urban population, who are officially defined as poor. But at the same time, we know that in mega cities like Delhi, Mumbai, you have 40% to 50% and more of people who live in slums. And they are truly the defining parameters of our cities. And how do we deal with that? And clearly, what really shocked us is the public health impact of pollution, and also knowing that vehicles contribute maximum to the pollution load in our cities. So when the doctors in Delhi shared this photograph with us, just look at it. This is from a cardiologist in Delhi who does open heart surgery. And he told us that just by looking at the color of the lung, we can see whether the patient is from Delhi or outside. And the black deposition that you see on the lungs, that's what they say, that when you live in extremely very polluted environment for a long period of time, that's the kind of deposition you will see. But they also warn us
That is mainly the vehicular fume because of our proximity to the vehicular fume. We're always traveling on the roads. We live close to the roadside. And that's why our intake fraction, what we're inhaling most all the time, is the fume from the vehicle exhaust. And now the scientists are warning us even more, saying that, understand that yes, public health impact is very grave in Indian cities, and the results are showing that they're as bad as what we have seen in the studies of Europe and US. But they are also cautioning us that the impact would be much more, the magnitude would be much more, if we begin to take into account our unique imperatives, the unique factors in Indian cities, which is high level of poverty and malnutrition, which will magnify the effect of pollution, and also the levels of pollution that we see in our cities, you don't see them in European cities anymore. So therefore, what it does when they really go up that high to us, we really need to factor all that in. Clearly, therefore, it is a public health that has driven what we call the first generation action in Indian cities. This is the menu of action that Delhi, for instance, has already implemented. And this is quite technology driven, because the initial phase was the urgency to get some reprieve from the choking haze of pollution. So what Delhi was desperate to get out of it, and some of the key measures that it took, therefore, was technology improvement of vehicles. It even forced the old diesel buses in Delhi to move out of diesel and run on natural gas just to reduce the pollution impact. And with that, we have seen improvement, because other cities also followed Delhi's model. And then therefore the World Bank, when it did its study, it said that because of your first generation action, you have actually been able to stabilize your pollution levels. Even though levels are still very high, but you have stabilized, and the levels have even begun to come down. And because you have done that, as a result of that, Delhi alone has been able to avoid more than 3,500 premature deaths because of air pollution. And that gave us enormous amount of confidence that if we see action in our cities, we will see improvement, we will be able to protect our public health. But, and this is where the true story begins. Delhi was able to stabilize and even begin to reduce its pollution levels. But 2007 onwards, when we started to look at the data all over again, the air pollution data, we found that the Delhi has actually lost all its gains. The pollution levels are up again, going up steadily and quite dramatically. And this has really worried us, because what we realized now, that one set of first generation action that we did, that was not enough. And because we did not keep the momentum growing, the problem is growing faster than our ability to solve it. And that has really set the tone for our second generation action. But the second generation challenge is now turning out to be even more difficult, because now we cannot talk about public health alone. And suddenly, the whole climate change agenda has tiptoed on our agenda as well. And when we now begin to look at the data in our cities, we find that the cities that are more polluted also show higher energy guzzling. And therefore, your CO2 emissions and particulate levels are both high in bigger cities. Now, why so? And one of the most primary drivers of this change is the explosive increase in vehicle numbers. India took 30 years to get its first 1 million vehicles, but now we add about 16 to 20 million in just 3 to 4 years. And that is the pace with which the numbers are growing, they're exploding. And at the very poor technology level, and at the same time, you will see that the concentration, and when we're talking about the increase in vehicle numbers, it is actually the personal vehicles. So it is our cars, and also, which is a very unique fleet in Indian cities, are the motorcycles. And these are the primary personal vehicles in Indian cities. Now, when you look at the concentration and the distribution of these vehicles, the maximum, the most of them are in our mega cities. And clearly, therefore, your CO2 emissions and your vehicle numbers correlate so well. So the mega cities where you see now the maximum concentration of vehicles, you also see the maximum share of CO2 emissions from the city. And just in all the small cities and the big cities. And here, the CO2 and the vehicle numbers, they correlate so nicely. And that is so predictable, and it's just typical, and that's the way it is. And we now know from the International Energy Agency and all other estimates that the future, the energy demand in Indian cities is going to be driven by primarily by the personal vehicles.
trucks and buses, of course, but the cars will be one of the key drivers of energy demand in transportation sector. Now, just in the morning, I was hearing that you're really talking about in European cities about disenchantment with car. But it's just the opposite in Indian cities. It's the aspiration. It is the aspiration which is now going to drive the car more in Indian cities. And it's just not going to be easy fighting that aspiration. And therefore, what we are now finding is just not the number of cars. Because so far in India, the cars were very small and very low-powered engine cars. But now, the market is also shifting towards bigger and bigger cars. So the aspiration is going to fan that trend even more. And therefore, what we are hit today is by the mobility crisis. So what we are increasingly seeing that the cars that occupy more road space, carry fewer people, pollute more, guzzle more fuel, but they are pushing out the pedestrians, bicycles, cycle rickshaws, and the buses. And this is the crisis. And the manifestation of this is, again, very typical, the peak hour traffic speed going down continuously in our cities. And today, when we are trying to tell our policymakers that making roads more roads is not the answer, it is so difficult to convince. But Delhi can convince you. Delhi is one of the most privileged cities in the country to have maximum geographical area under road network. And yet today it is completely gridlocked. It cannot find more space to build cars. And therefore we are constantly saying, what do we do? But then this is where we really need to understand that so far what I've been saying is almost like a doomsday. That's that things are going wrong. But about India, what you really need to understand that yes, the motorization has just about taken off. But understand the strength that Indian cities still have. And this is the share or the modal share in all our cities, in all classes of cities, from big to small, that even today you are really talking about non-motorized transport and public transport together, meeting 60 to 70% of the travel requirement in our cities. This is the foundation on which we have to think and build our future. And this comes very naturally from our inherent advantage of the way our cities are built, very dense, very closely built. Studies show that more than 85% of the trips in our cities have travel distances less than 10 kilometers, 45% has less than 5 kilometers, and which is so cyclable, so walkable. But then this is what we are destroying all the time. And because we are not conscious of the strength, that strength that we already have, so in Delhi, when the surveys were carried out in 2000, it was found that even then, in 2000, the buses met nearly 60% of the travel requirement in Delhi. But when they repeated the survey in 2008, by that time, it has already slipped to 40%. It is such a huge loss. Because no one was paying attention to the strength, but they were only looking at the minority. Only the 14% of the people who were using cars. So all your investment got tied with that. Now, this is what we want to see change today. This is a road from Delhi. When this road was taken up for the big change, we tried to tell people that, look at the existing road, how inefficiently you are using that road in such a haphazard manner that we're indifferently. And you have to change the way we are using our roads today. Think about each and every road user. And they actually did it. They changed this road to this, the same road. Now, what have they done to this? One of the most democratic principles applied to this, where they said, let's allocate the road space again, all over again, according to the user of the road. So there was the pavement to the other extreme right, which was set aside only for the walkers. There was a bicycle track next to it. Then there's two lanes for the motorized traffic, and the middle of two lanes reserved only for the buses. And when this happened, the city almost came to a standstill because of so much opposition from the car users. They just would not let this experiment work. And government was finding it extremely difficult to extend this more beyond this project. And then it became so difficult, then we asked them a question, that how you have to get off the conventional planning. So we said, now when you look at the total number of the vehicles on this road, and you see that 75% of the vehicles are cars and two-wheelers. Now,
According to the conventional planning, yes, you would certainly want to give more space to them because they are more in number. But now, just change the question around. Say, how many people are traveling on the road and what are they using? And then you'll realize that the 60% of the people are on the bus or they are using a bicycle or walking. So shouldn't you give more space to the people and the majority users? And that change in the mindset, that way of looking at things, I mean, it's still beginning to sink in, but you still do not have many buyers yet. And this is what we really want to see change now in Indian cities. And we are absolutely convinced that we have to think about this, that the cities will have to be designed not for the vehicle, but for the people. And when we think about people, we will also have to think about inclusive planning and the poor people. Today, it is the modes of the poor which is going to be the solution for us. The poor people who are walking, using the bus, it is that mode that we will have to scale up in our cities. And that will have to be the mode of the rich. And that is the change and the transition that we want to see. But it's not going to be easy. If you really look at the investments that are happening in Delhi today, now these are the kind of the flyovers and the clover leaves that are getting built. And what this car-centric infrastructure is essentially doing is actually disrupting and destroying the network of walking and using buses. It is, and the all walkers, they want the shortest direct route to walk. But the moment you begin to build this kind of infrastructure, which gives priority to the car, immediately you are disrupting the sustainable modes of transportation. And this is what is happening today. But fortunately now in Delhi, we are beginning to see some change because there's some public reaction, public awareness setting in slowly. And this is the kind of retrofitment that is happening. And the pavements that are getting rebuilt. And today we are saying that if you really want to see Delhi as a world-class city, it is not the bitumen track of the road that is going to give the look. It is the street life that is going to give the look. And you really have to change the way your pavements so that you can bring back the city, the street life that we need in our cities. The change is happening, but it is really going to take time to change the practice. Because despite all this, when we see the investments going into transportation, and we find that even now, more than 70% of the fund is tied to car-centric infrastructure, road widening, and flyovers. And this is the money that was being given to the cities today. But at the same time, we are hopeful because in India, some change has happened during the recession period, for instance, when the rest of the world was giving stimulus package to the car industry. I think India was the only one that gave stimulus package to the bus industry, where the money was given to the city governments to buy buses. And this was a reform-based conditional grant given to them saying that if you're taking this money, you'll really have to change the way you practice mobility in your city. But this is what we call the Indian-style socialism, where we tax our buses more than our cars. And we still have not been able to change this. So a car owner pays much less than a bus user pays. Now these are because we treat bus as a commercial operation, and therefore you tax it high, but you don't link it up with the sustainable objectives. And therefore today, when we are trying to bring about change in terms of fiscal reforms, and we are saying that instead that at one level, you really have to focus on scaling up your infrastructure for public transportation and non-motorized transport, but at the same time, we also require restraint measures, where you'll have to make the car owner pay for the full cost of using and owning the car. And maybe the parking charges are going to be the first step. But just look at the irony of the way we organize parking. When we build a parking structure, government allocates 23 square meter for one car park. But when they allocate land to a poor family to build house, it's 18 square meter. That is the kind of equity that you're talking about in Indian cities today. And this is what we really want to see. Somewhere the signal will have to go out that we cannot allow this to happen. But we know that South Korea and the rest of the world, where they are rethinking their strategy, we heard in the morning that how they have actually broken and destroyed an expressway to create a waterway and a green space inside the city. It is that kind of reversal that we really need to see in cities happening. We have, Indian cities have an enormous strength in the way we still traveling, and we really need to
take that opportunity, because what India will be doing is not about the massive cuts in CO2 emissions in the future, but what we can do by improving the way we travel, we will be avoiding emissions in the future. And that is going to be the key focus and thrust of our strategy. These are the action plan. This is the kind of strategy that we really have to work with. And we'll really have to see that we provide the scaled up alternatives in terms of public transport, walking and cycling. And we have to get out of the pollution congestion nightmare. We'll have to rebuild our cities and keep it walkable the way it is today. And we have to give this second generation challenge a chance. We'll have to ensure that our second generation reforms do not fail. If they do, then what? And that is a big question I leave you with. Thank you very much. Thank you so much, Anumita. I think that was very, very interesting. Und ich glaube, es zeigt, dass wir zwar mit sehr unterschiedlichen Problematiken umgehen, aber gleichzeitig eigentlich alle Akteure hier daran sind, sozusagen die Kultur des Autos zu brechen, indem man nämlich den öffentlichen Raum anders gestaltet und sozusagen dadurch auch eine andere Wertschätzung und andere Nutzungsmöglichkeiten eröffnet. Wir könnten hier noch viel untereinander diskutieren. Es ist aber schon so spät, dass ich eigentlich gerne sofort öffnen möchte und Fragen erlauben möchte, damit es auch hier funktioniert. Ich sammle ein bisschen und dann bitte schön. Ich komme schon. Danke. Mein Name ist Oberländer, Zukunftsenergien Consultant in Jena. Und zwar wäre auf Ihre erste Umfrage zu antworten. Ich habe für heute und morgen 90 Kilowattstunden sauberen Strom eingeplant für elektrisch betriebenen öffentlichen Verkehr. Also von Jena ICE und dann hier US-Bahn und so weiter. Und das ist für mich kein Problem, weil ich mit meiner Frau gemeinsam jährlich 130.000 Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energien produzieren lasse durch Kapitalbeteiligung, also als Kommanditist. Und deshalb glaube ich dann vollkommen klimaneutral zu sein. Das wäre jetzt das eine. Das andere ist, wenn wir jetzt nachdenken, was ist das richtige Fahrzeug? Natürlich wird man später zukunftsfähig den öffentlichen Verkehr fördern können. Es spricht nichts dagegen, den ÖPNV in einer reichen Gesellschaft zum Nulltarif anzubieten, so wie jetzt Parkanlagen oder die Straßenbeleuchtung. Und das führt automatisch dazu, wenn man also auch dann bei dem Individualverkehr guckt, ich würde lieber von dem Individualfahrzeug sprechen, und das Auto ist ja dann nur eine Komponente, aber wir wissen eben, ein Fahrrad ist ja auch ein Individualfahrzeug, mit dem ich also beliebig losfahren kann. Es hat nur den Nachteil, dass ich nicht alle Mobilitätsbedürfnisse, zum Beispiel wenn ich also mit einer Abendrobe jetzt hier zu Konzert oder sowas will, habe ich da Probleme. Und da will ich damit eben, und es ist ein Fehler, das Auto zu verteufeln, ja, das ist als Anmerkung jetzt zu verteufeln. Man wird es da so etwas zurückfahren müssen, und wir sind jetzt in Thüringen dran, klimaneutrale Elektromobilität als Modellregion, und es ist meiner Ansicht nach der Weg in die richtige Richtung, und es würde genau das nämlich dann eben vorzeigen, dass es geht, dass man eben damit klimaneutral sein kann und das Problem auch in Indien lösen könnte mit den richtigen Antrieben. Die Techniken dafür werden hier jetzt bloß falsch kopiert von Europa und anderen Industriestaaten, die noch nicht gelernt haben, das abzuschaffen, was nötig wäre wegen dem Klimawandel. Danke. Und nochmal bitte immer nennen, wer man ist. Danke. Ja, Johannes Fiedler von der TU Braunschweig. Ich habe nur eine Nachfrage betreffend Zürich. Ich habe da gesehen, im Jahr 1973 hat sich die Bürgerschaft dazu festgelegt auf eine Plafonierung. Das ist sowas wie eine Deckelung, nehme ich an, ja. Also da gab es einen Konsens offensichtlich dazu, dass in der Stadt Zürich der motorisierte Individualverkehr nicht mehr zunehmen darf.
Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, wie wurde denn das quantifiziert? Wie hat man das dann festgemacht, diese Selbstbindung? Hi, my name is Reinhard Quitzel. I'm from the Environmental Policy Research Center at the Free University of Berlin, and I have a question for Anumita, so I'm going to say it in English. You mentioned the stimulus package, and which made me understand that the national government, which was actually pushing the local government or the city government in Delhi to make investments in buses, you said, or in the infrastructure for buses. So my question is, what is the role and the sort of back and forth between the state government or the city government and the national government in driving these kinds of developments in Delhi or in India in general? And what role do does the National Action Plan for Climate Change play in this? And the national missions that have been established, which is, I think, the relevant one would be sustainable habitat, maybe? Okay, thank you. Hier der Mann in dem blauen Shirt. Ja, mein Name ist Arno Paulus, Solarpolis, Berlin. Momentan besteht die Tendenz, Elektrofahrzeuge mit 5.000 Euro zu fördern, obwohl ich seit 20 oder 25 Jahren dafür bin, diese Technik zu entwickeln, bin ich strikt dagegen, diese Fahrzeuge finanziell zu fördern, weil ich seit 10 Jahren Fußgänger bin und dann auch meinen Anspruch auf meine Förderung haben will. Meine Schuhverschleiß ist enorm, mit 3000 Kilometer pro Jahr. Also wie stehen Sie dazu? Ich meine, wenn Förderung, dann Elektroautos in Kombination mit erneuerbaren Energien ausschließlich, ja. Und wir haben jetzt in Tempelhof gesehen, die Atommobile kommen aus Frankreich, die sind etwa 500 Kilo schwerer als ein herkömmliches Fossilmobil. Ja. Das bringt ja auch nichts. Also wie gesagt, wie stehen Sie dazu, im Einzelnen solche Förderungen sukzessive zu machen, Fußgänger, Elektroauto und so weiter? Danke, das wäre auch so eine ähnliche Frage, hätte ich auch hier vorne, glaube ich, wollten. Ja, genau. Ganz kurz, Oliver Schmidt, Stadtforscher Berlin, derzeit in Bogota. Ich würde gerne die beiden Kollegen zu Kommentaren anregen zu dem, was Anumita gesagt hat, und würde auch gern noch mal Sie bitten, ganz kurz diesen Hoffnungsschimmer, den Sie beschreiben, doch noch mal ein bisschen näher auszuführen. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Aus meiner Erfahrung leben Megacities gerade von einer riesenhaften sozioökonomischen Polarisierung. In Bogota alleine durchschnittlich 2 Stunden Stau für jeden, der sich außerhalb seines Haushalts bewegen muss. Alle Empleados vom Süden müssen in den Norden und umgekehrt. Also 2 Stunden ist Minimum. Wie Sie jetzt das Szenario einer fußläufigen Stadt wie Delhi sich vorstellen, kann ich nach wie vor nicht ganz nachvollziehen. Vor allem vor dem Hintergrund einer Beobachtung, die vor einem Jahr durch die Medien zumindest zirkulierte, man wolle in Indien jetzt ein 1.000-Euro-Auto entwickeln. Also wirklich das Auto jetzt sozusagen für die Schichten zugänglich machen, die derzeit wirklich vom Automobilverkehr ausgeschlossen waren. War das eine Ente oder ist das tatsächlich auf dem Weg? Ja, danke. Ich würde es auch noch mal sozusagen als Überschrift hier gerne haben, dass viele Fragen gingen auch in die Richtung, diese Frage, die Rolle des Autos. Also, dass wir sozusagen die Dominanz brechen müssen, ist klar. Aber angesichts der 40 Jahre, die wir haben und dem Mythos, der da ist, also deutsche Automobilindustrie verdient hauptsächlich gerade an den Verkauf nach Indien oder nach Brasilien und das Geschäft brummt. Ja, und für mich ist das nochmal eine offene Frage. Wie gehen wir mit diesem Auto um? Aber genau, jetzt, ich glaube, da sind Fragen an alle.
Ja, ich fange schon an. Rolle des Autos. Man fährt, wenn man unbedingt muss, nimmt das Auto und sonst möglichst nicht. Ist ganz vereinfacht. Ich denke, da wird mein Kollege dann noch ein bisschen detaillierter Auskunft geben. Zur Frage an Zürich. Ist das Problem, wenn man ein bisschen viel auf die Folie packt und dann zu wenig darüber spricht? Die Folie, es sind zwei Dinge drauf gewesen. Volksabstimmungen, es waren jeweils das Volksja, der Volksnein oder die Beschlüsse Parlament oder Stadtrat. Zuerst war die Volksabstimmung gegen die U-Bahn, die negativ wurde, und das Parlament hat dann die Verkehrspolitik mit dem Plafonieren des MIV formuliert, mit dem Auftrag an den Stadtrat zurückgegeben, die Politik respektive die Umsetzung, die Maßnahmen entsprechend zu machen. Also in diesem Sinn war die 1974er Formulierung nicht vom Volk abgesegnet. Aber was später kam, spätere Formulierungen, insbesondere die jene von 2001, die Mobilitätsstrategie, die floss in den Richtplan Verkehr ein, der wiederum 2004 die Bürgerlichen unternahmen das Referendum dagegen und erlitt dann eine völlige Bruchlandung im Volk. Das Volk stimmte dem kommunalen Verkehrsplan zu, mit all der Verkehrspolitik, der drin ist, also eben, was Sie so gesehen haben. Also in diesem Sinn eine kleine Korrektur. Dann vielleicht möchte ich gleich weiterfahren mit Elektromobilität. Auch die Stadt Zürich oder der Stadtrat von Zürich hat sich damit auseinandergesetzt. Ist der Hype, also ist die Diskussion, die jetzt da losgeht mit Elektromobilität, wobei jetzt spricht man von Elektromobilität beim Auto und vergisst überhaupt, dass wir mit der ganzen öffentlichen Verkehr oder fast der ganze Tram, Bahn, die fahren elektrisch und dann gibt es auch die Lifts und die Rolltreppen und was weiß ich, Velobikes, alles das ist auch elektrisch. Aber zurück zur Auto-Elektromobilität. Kommt da was oder ist es wieder ein Hype, der da wieder einschläft? Nun, wir haben im Auftrag des Stadtrates eine weitere Teilstrategie im Rahmen der Mobilitätsstrategie zur Elektromobilität gemacht, damit, wenn es dann wirklich losgeht, der Stadtrat oder die Stadt Zürich bereit ist, damit umzugehen. Das sind keine Fördermaßnahmen in finanzieller Hinsicht drin. Das sind aber Grundsätze drin, dass die Elektromobilität zu fördern sei, wenn er den öffentlichen Verkehr oder Velo zu Fuß gehen nicht kannibalisiert. Also solange ein Auto dann elektrisch rumfährt, anstatt Benzin oder Diesel, ist okay, aber sonst nicht. Und alle Maßnahmen müssen unter diesem Aspekt dann geprüft werden. Denn das elektrische Auto, das löst uns die Platzprobleme nicht. Und das ist ja letztendlich immer noch das Hauptproblem der Verkehrsplanung. Ein bisschen leiser sind die elektrischen Fahrzeuge, das stimmt. Bert? Nee, so ist es. Also zur Frage der Förderung von Elektrofahrzeugen. Ich bin der Meinung, man sollte die Förderung, die ja kommen wird, ich meine, da muss man jetzt ganz realistisch sein, der internationale Druck ist so groß, dass auch die Bundesregierung da Förderung zur Verfügung stellen wird, und zwar in beträchtlicher Höhe, glaube ich. Ich finde es richtig, wenn man schon fördert, dass man dann zum einen genau das fördert, was ich versucht habe zu skizzieren, nämlich versuche, das Auto, das Elektroauto, und das muss in der Tat, das ist, kann nur ein kleines, leichtes, hocheffizientes Fahrzeug sein und nicht das Universalfahrzeug mit 1,5 Tonnen und mehr. Wenn diese Fahrzeuge integriert werden in ein Gesamtangebot als öffentlich zu nutzende Fahrzeuge, genauso wie übrigens öffentlich zu nutzende Fahrräder, als Elemente eines verknüpften intermodalen Verkehrsangebotes. Das ist aus meiner Sicht auch förderungswürdig und das muss man am Anfang auch fördern, weil es dafür natürlich auch noch gar keine Skaleneffekte gibt. Sowas ist ja ganz erst am Anfang und braucht eine Anfangsanschubfinanzierung. Das Zweite ist, wo ich glaube, eine sinnvolle Förderung sein könnte, das sind Flotten. Und zwar ganz bestimmte Flotten von Fahrzeugen, die wir auch in der Stadt jetzt schon haben, angefangen vom Altenpflegedienst bis zu bestimmten Auslieferungsfahrzeugen. Wir haben ungefähr in Deutschland jetzt betrachtet 4 Millionen Flottenfahrzeuge. Da sind natürlich unterschiedliche Flotten dabei, aber auch Taxen und dergleichen. Und wenn man es gelingt, einen Teil davon, die viel städtisch unterwegs sind, und die meisten dieser Fahrzeuge, das kann man ziemlich gut auflisten, haben tägliche Reichweiten von 120, vielleicht 100 oder 120, maximal 150 Kilometern. Also das ist mit der Tankfüllung auch zu schaffen. Dann kann man sie nachts laden. Wenn man da
eine gezielte Förderung macht, dann kann man da auch auf eine entsprechend hohe Stückzahl kommen. Und die braucht man nun mal für eine Massenproduktion. Die Autoindustrie wird nichts anfangen, wenn sie nicht in Aussicht eine genügend große Stückzahl hat. Und ich glaube, das kann man am ehesten über eine gezielte Flottenförderung machen. Und dann kann man nämlich auch den zweiten Schritt machen und diese berühmte Smart Grid-Idee, also die Speicher für die Speicherung dann einzusetzen, wenn wir überschüssigen regenerativen Strom haben. Und den werden wir zukünftig noch viel mehr haben, nachts und am Wochenende und zu bestimmten Zeiten, wenn einfach der Wind weht und es nicht genügend Abnehmer gibt. Und wenn man dann Flotten programmieren kann, wenn es dort Verträge und Geschäftsmodelle gibt zwischen Energieerzeugern, Windparkanlageninhabern und Flottenbetreibern, dann kann ich mir da interessante Geschäftsmodelle vorstellen, die wir bisher nicht haben, wo wir aber dringend auf der Suche nach zusätzlichen Speichern sind. Das zum Thema Förderung. Zum Thema was können wir lernen oder was können wir auch sehen jetzt im Fall Delhi oder auch Bogota oder andere Städte? Ich meine, es gibt neben der Idee der fußgängerfreundlichen Innenstadt und dieser hohen Density, die wir ja gesehen haben, diese extrem hohe Density, die wir ja da haben in Delhi und in anderen großen Städten, wir haben beides. Wir haben diese Dichte und wir haben gleichzeitig enorme Ströme von außerhalb rein in die City und wieder raus. Und dafür gibt es eben dieses berühmte Curitiba-Beispiel, wo man sagt, man macht Mass Rapid Transport, also im Prinzip haben wir das ja auch in dem Bild gesehen. Und dann haben wir natürlich das Problem, da gibt es enormen Widerstand seitens der Car-User, weil die sagen, das geht natürlich platzmäßig auf unsere Kosten. Wir haben nur begrenzten Platz. Und das ist letztlich eine Frage der politischen Entscheidungsfähigkeit. Aber ich glaube, dass man sowohl fußgängerzentrierte Planung als auch Mass Rapid Transport braucht. Beides zugleich. Ich glaube nicht, dass man nur auf ein Konzept setzen kann. Und zum Schluss zur Frage Rolle des Autos. Wir haben ein eher hoffnungsvolles Beispiel für die Autoverbreitung in Asien. Im Großraum Tokio ist es seit geraumer Zeit so, dass erstens sowieso relativ wenig Autos im Großraum Tokio pro Einwohner und Haushalt da sind im Verhältnis zum Rest des Landes. Und zum Zweiten, diese Autos extrem wenig genutzt werden. Also wir haben da das Prinzip besitzen statt nutzen. Also die Leute, die sich leisten können und die müssen dort immer einen Parkplatz nachweisen, kaufen sich ein Auto, benutzen das aber nicht. Und das hat den Grund, weil es in der Stadt völlig wahnwitzig wäre, das Auto zu benutzen. Man kommt nicht richtig voran. Man muss dort, wo man ist, da auch nochmal einen Parkplatz bezahlen. Man benutzt es eigentlich nur für Wochenenden, für Verwandtenbesuche, für Ferien und dergleichen. Und das kann ich mir so als ein Muster durchaus vorstellen, wo man ein Bedürfnis nach, und es gibt es ja nun mal massenhaft, ein Auto zu haben und damit auch bei der Verwandtschaft fortzufahren und diese kulturellen Dinge. Das geht nur, glaube ich, wenn dieses Prinzip sozusagen dann Praxis wird. Besitzen statt nutzen. Und umgekehrt natürlich, beim Carsharing haben wir das Prinzip nutzen statt besitzen. Also da, wenn man in der Stadt mal ein Auto braucht, dass man dann auf ein kollektiv organisiertes Autoteilen zugreift. Danke. Annelied. First, the question that you asked about the buses. And what happened under the stimulus package was, before that I should tell you that the transportation is a joint responsibility of the national and the state government and the city government as well. But it's actually a greater responsibility of the state and the city to deploy the buses, to manage and operate the buses. And what the national government does is to set certain norms. So we have a national urban transport policy that sets certain principles that what must guide the transportation policies in the state. So that is the basic relationship. Now, but then we also have a program of the national government, which is of the Urban Renewal Mission. And for that, the national government is setting aside some funds for infrastructure development in states. And that also includes transportation. Now, essentially, during the recession, and when that hit us pretty hard, then the national government came up with this stimulus package. But it was done very intelligently. What they said that we are going to give the city governments money to buy buses. But this is going to be tied to some mandatory reforms that we want to see happening. And those reforms were many. Fiscal in nature, for instance, that the all city governments will compulsorily have to come up with a dedicated urban transport fund. And they will have to identify different revenue sources. And out of that, they will have to create that dedicated fund. Then accordingly, they'll have to reform the parking policy, not as a supply measure, but as a travel demand management measure. So like
this they had set out many reforms that they must do. And now the government, the national government, is monitoring the progress of that reform. And we are hoping that that will create some pressure. But this is still a top-down pressure, which is not enough and not adequate to make things happen at the grassroots. And because at the state level, we find that the city governments, all city governments, are not equally progressive. Some are doing better than the others, and the laggards are the leaders. So clearly, therefore, we need to have reforms both at the national and at the central and the city level to really make it happen. Yes, what you're saying is that the push for this came from partly from our national urban transport policy, which we already have, and also the action that we are now contemplating under the National Climate Action Plan. And what is a good thing about the National Climate Action Plan is that now the central government has set on, it's going to set certain what they call the sustainable habitat standards. Now this they are going to develop for each sector, and transportation is also going to be that. And now, therefore, a lot of things are now converging together. Many policy instruments are coming together now to give that one push. But the most important push that is coming now is that all cities are being asked to come up with their own city action, city mobility plan. And what good thing about it is that all city governments are being asked that you have to set a certain target for the modal share shift by 2020. So for instance, in Delhi, the master plan says that by 2020, they want to achieve 80-20 ratio. Okay, now we have already slipped to 40. If they're as ambitious to say that, you know, we can do 80-20 by 2020, but at least there is something to push that action. Now when we, so therefore, when I see this change, that takes me to the to your question, which you said about what hope do I have? Yes, certainly it's very difficult to have a hope right now because seeing what is happening there, especially, as I said, the whole car mania that has really hit us very hard. And the auto industry is making it even more difficult because their now corporate strategy is, as you've just said, that you keep lowering the price of the car. So the $1,000 car that was talked about so much, therefore the whole strategy is that how do you make car for the masses and bring it within the affordability range of the masses in India. Now clearly that's explosive. It still really hasn't kind of made the impact that we had all feared that it would make for various reasons. But we also realize that this is truly the moment for us to really make the effective intervention and impact. That if, because Indian society at the same time is a very price sensitive society. So if through changes, if you can bring about a new fiscal regime in which using a car and owning a car becomes more expensive than using a public transport, because there's a massive distortion that exists today. There's a very big flaw that exists in our, today, if I board a bus, in Indian rupees, I will pay at least 5 to 10 rupees for my minimum travel. But if I am riding a motorcycle, then my per kilometer cost is 1 rupee. Now, clearly, therefore, why would I want to get into a bus which is so crowded today? But clearly, therefore, we really need a good strategy to scale up, modernize, and make bus very attractive, the public transport more attractive. We have to glamorize the bus, not the car. And we also have to understand that is something very unique in India, and that's a mistake that we are making by looking at the West, which is we think as if there are two types of vehicles on the road, a bus and a car. You don't have the kind of diversity that we have in Indian cities in terms of informal paratransit system. And this informal paratransit system is extremely suitable for Indian conditions where you have very short trips, they're very affordable, they meet the requirement of very frequent high-speed movement. And but what is happening because of this fascination with, now I'm not even talking about car now, I'm talking about public transport. But somehow the Indian policymakers are interpreting public transport also in a very narrow sense the way Western world interprets public transport, which is a very big modern bus and a metro. That's it. But that is a big mistake. We have to recognize the diversity in paratransit that we have in cities. If we destroy our paratransit, then we are going to make people more and more dependent on car and motorcycles, even for short distance trip. And that would be a very big mistake that we are going to make.
So I'm an optimist. I have a hope. Thank you. That was very interesting because now we start also to reinvent this kind of systems of informal transport where you can go online and say, okay, I want to go from A to B, and who goes to A to B? And then it's interesting that in these informal structures in this house, you still have that. Ich mache jetzt eine letzte Fragerunde und ich würde gerne den Fokus nochmal auf der Frage haben, was können wir steuern und wie sollten wir steuern und wo sollten wir jetzt auch den Schwerpunkt hinlegen? Also wo können wir am meisten schnell gewinnen? Also in den Blick auf die nächsten 40 Jahre. Ja. Und weil Anumita hat das ja sehr schön schon gezeigt, wie stark das natürlich auch von steuerlichen Konzepten, von Stadtplanung und so mitgeprägt ist, unser Mobilitätsverhalten. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Aber jetzt machen wir erstmal eine wieder von vorne nach hinten, erstmal hier. Mein Name ist First natürlich. Mein Name ist Nicola Schüller, ich bin Architektin und ich habe eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, diese Verteilung mit unterschiedlichen Mobilitätsformen, die kommt mir jetzt vor, passt sehr gut auf sehr dichte urbane Räume. Was machen wir oder was gibt es für Möglichkeiten für den ländlichen Raum? Also für Räume, wo Leute extrem auf individuelle Verkehrsmittel angewiesen sind. Räume auch, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Ostdeutschland gucken, wo wir heute schon Gegenden haben, wo gar kein Zug mehr hinfährt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, mein Name ist Martin Zickentrath. Ich habe Politik und Ostwissenschaften studiert. Herr Ott, Sie meinten, Mobilität sei zu billig und Sie sprachen von einem geplanten integrierten Tarifkonzept für alle Verkehrsmöglichkeiten, die man so nutzen könnte. Und Herr Kanzler, Sie arbeiten auch an so einem Konzept. Wie würden Sie so etwas attraktiv bepreisen und welchen Maßstab würden Sie dafür heranziehen? Also etwa den monatlichen Preis des Besitzes und des Fahrens eines Autos oder würden Sie das eher an einer Monatskarte für die BVG anlehnen? Dankeschön. Hallo, mein Name ist Wolfgang Eichinger und ich hätte eine Frage zu den Wertzuschreibungen und der Frage des Status von PKWs. Also vor allem, welche Gruppen das betrifft, wo man das feststellen kann heute und ob das eher vorübergehend ist oder was länger anhaltendes und wie sich das vielleicht dann auch eben übertragen lässt, ob das ein Ansatzpunkt ist, der auch in anderen Gruppen und in anderen Ländern, in anderen Regionen dieser Welt auch funktionieren könnte oder wird. Hallo, Dominik Hofmann von Green, einem Blog zu nachhaltiger Mobilität und urbaner Mobilität. Ich hätte eine Frage an den Herrn Ott. Und zwar hat der OB von Freiburg vorhin gesagt, das ist ein Prozess, wo wir viel klauen können voneinander. Haben Sie irgendwelche Initiativen, die Erfahrung, die Sie gemacht haben, auch zu formalisieren und die anderen Städten zur Verfügung zu stellen? Ein Best Cases oder sowas? Wunderbar. Also ich gebe diese Fragen mal weiter und mit einer Frage von mir, mit dieser, das ist immer ein bisschen schwierig, aber diese Frage ist, wenn Sie König von der Schweiz oder von Indien oder von Deutschland werden, was wären denn so die Hauptmaßnahmen, wo Sie das Gefühl haben, da kriegt man doch eine große Veränderung des Mobilitätsverhaltens mit hin? Ladies first, oder? Or no, or Rudi Ott? Ja, okay. Ja, es waren zwei, drei konkrete Fragen an mich. Nein, wir haben kein Handbuch oder Lehrbuch, das wir rausgeben. Wir stellen unsere Unterlagen aber ziemlich offensiv auch aufs Netz. Das kann man dort sehr wohl einsehen. Zudem bin ich in Deutschland jetzt in der Fachkommission Verkehrsplanung des Deutschen Städtetages. Da sind nebst den Gästen aus dem Ausland aus ihrer Sicht, also Luxemburg, Wien, Zürich, Straßburg jetzt neu dabei, sind rund etwa 50 Verkehrsplaner der deutschen größeren Städte.
Seite dabei und wir haben, ich bin schon seit 20 Jahren dabei, sehr regen Austausch untereinander, also dass ich immer wieder mal was mitbringe, aber da wir jedes Mal in einer anderen Stadt in Deutschland tagen, ich auch immer wieder mal was nach Hause nehmen, was wir da machen können. Dann war die Frage nach dem ländlichen Raum. Also ich komme zwar aus der Stadt, ich möchte aber einen Punkt erwähnen. Im Kanton Zürich, also das entspricht an dem Land in Bayern oder wie auch immer, also in Deutschland, in Ländern, da gibt es die Angebotsverordnung. Das heißt, überall dort, wo mindestens 300 Leute wohnen, arbeiten oder studieren, da muss die, das muss mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sein. Mindestens eine Abfahrt, also einen Stundentakt, und zwar ganztags bis Mitternacht und morgen früh und auch Samstag, Sonntag. In der Regel ist mindestens eine halbe Stunde Takt. Das ist der öffentliche Verkehr und das ist nicht ganz 100%, die letzten Zahlen vor 2-3 Jahren, dass bei den Einwohnern, also 95% voll, also so ist, und 97% bei den Arbeitsplätzen. Also man kann, und das ist in Zürich hat auch bergige, Kanton Zürich bergige Gegenden oder das Weinland, wo die Dichte, wo was wirklich ländlich ist. Es gibt aber in der Schweiz auch noch weitere Formen, Sammeltaxi, dort wo ich mein Ferienhaus habe, da fährt abends kein Postauto mehr, dafür fährt ein Sammeltaxi, der bringt mich dann aber vor das Haustür, während dem Postauto muss ich ein bisschen länger gehen. Oder Rufbussysteme. Also es gibt gewisse Möglichkeiten, aber ganz klar, die ländlichen Gegenden, die sind autoorientierter oder individueller Verkehr orientierter. Da kommt man nicht völlig drum herum. Dann die Frage, ja, ich habe da einfach die Idee so aus der hohlen Hand gesagt, die Vergleich mit den Verkehrsverbundzonen. Das ist schon einfach eine Möglichkeit. Wir haben noch ganz andere Probleme in der Schweiz mit dem Road Pricing. Das wäre ja dann einfach eine Form des Mobility Pricing, dass wir da zuerst eine Verfassungsänderung auf Bundesebene herbringen müssen und das braucht sehr viel Akzeptanz. Also als ich 1974 begonnen habe im Stadtplanungsamt in der Verkehrsplanung zu arbeiten, schon im ersten Jahr habe ich mich mit Road Pricing auseinandergesetzt. Die Theorie war schon alles vorhanden, Smith Report von England, Hongkong hat es eingeführt, aber wieder aufgehoben. Nun, Sie wissen, das war vor 40 Jahren und wir sind immer noch nicht wirklich viel weiter. Also das geht dann, wahrscheinlich braucht es noch einige Zeit, bis man da weitergeht. Aber die Verkehrsfinanzierung, die ich kurz angetippt habe, das wird ein Druck werden. In der Schweiz, Deutschland sicher auch, dass so in der Größenordnung 2030 vielleicht, denn dann bricht dann der Treibstoffzoll zusammen, dass dort Alternativen gefunden werden müssen. Ja, ich gehe nochmal auf die drei konkreten Fragen. Ländlicher Raum sehe ich genauso wie der Kollege neben mir, da kann ich eigentlich auch nichts hinzufügen. City Pricing oder City Maut, ich würde jetzt so ganz spontan sagen, ich würde das im Prinzip an die Zonenkarte des ÖPNV angleichen. Also Berlin wäre das eben, was weiß ich, irgendwas Größenordnung 60, 70 Euro pro Monat an City Maut. Das ist viel, das wird man natürlich dann tageweise und wochenweise, wird man so Pakete schnüren, aber so, das wäre so die Größenordnung, die mir vorschwebt. Das geht aber nur, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, wenn ich König von Deutschland wäre, so eine Art kleine feudale Ökodiktatur errichten könnte, weil man natürlich dagegen erhebliche Widerstände gehen müsste. Also auf die Frage ganz konkret, das würde ich, Citymaut in der Höhe, also in einer spürbaren Höhe, und dann gab es ja auch die Ursprungsidee von Stockholm damals, dass sozusagen jeder Autofahrer oder jeder Autohalter verpflichtet ist, eine Netzkarte des öffentlichen Verkehrs zu kaufen und die entweder zu nutzen oder hinter die Windschutzscheibe zu kleben, wenn er in die Stadt reinfährt. Das hat natürlich was Plakatives und man kann auch tatsächlich dann wählen, ob man nicht lieber das Auto stehen lässt und dann mit den Öffentlichen weiterfährt, weil man die Karte ja hat. Das, finde ich, hat was Charmantes. Aber auf die Frage nach dem König von Deutschland, ich würde drei Dinge tun. Ich würde mit einem ganz pragmatischen, aber auch nur ökodiktatorisch durchzusetzenden Punkt anfangen. Ich würde das Dienstwagenprivileg abschaffen, sofort. Weil ein Großteil der überdimensionierten Autos, die wir in Deutschland produzieren, die aber, Klammer auf, natürlich auch eine Menge gut bezahlte Arbeitsplätze
garantieren, sind nicht nur deswegen im, sozusagen erwerbbar und werden nur deswegen verkauft, weil sie als Dienstwagen zugelassen werden. Sei es als Teil, als Gehaltsbestandteil für Führungskräfte, sei es als Geschäftsführer einer GmbH, eines Handwerksbetriebes. Das sind das durchlaufende Posten. Das ist eine Subventionierung, die zu dieser Struktur geführt hat. Das würde ich sofort aufheben. Ich würde insgesamt natürlich die Mobilität verteuern. Ich würde übrigens auch den ÖPNV nicht verbilligen. Ich würde auch den jetzt nicht künstlich billig machen. Ich würde Mobilität insgesamt verteuern. Und das Dritte, was ich machen würde als König, der nicht abgewählt werden kann, ich würde Vorbilder schaffen. Also ich würde schon, ich glaube, dass das Prinzip nur, dass man überhaupt nur irgendwas sozusagen Restriktives machen kann, wenn man gleichzeitig gute Angebote eben mit öffentlichen Fahrrädern, mit öffentlichen Auto, mit einem gut vertakteten ÖV nach dem Vorbild der Schweiz. Ich glaube, es geht nur beides zusammen. Okay, also Promis fahren jetzt nur noch Fahrrad. Ja, ich habe die Frage nach dem König vergessen. Die Schweiz ist eben keine Monarchie, darum ist mir das nicht zuvor das gelegt. Aber ich sehe es ähnlich wie mein Kollege. Das Hauptproblem liegt in der Akzeptanz. Also wir wollen das Verhalten ja ändern, dass man alle Verkehrsmittel benutzt für den jeweiligen richtigen Zweck, dass man so beweglich wird. Auch eine gewisse geistige Mobilität ist damit natürlich verbunden. Und dass man sich einfach bewusst wird, dass man eben auch die Freiheit der anderen je nachdem einschränkt, wenn man zu viel Platz verbraucht. Also dass man eine gewisse Solidarität hinkriegt, eine Koexistenz, ein Miteinander im Verkehr. Das ist natürlich nicht der gesellschaftliche Trend zum Individualismus und Egoismus, und da gehen wir ein bisschen quer. Aber ich meine, ich habe den Optimismus nicht aufgegeben, und ein bisschen Unterstützung von Seiten Staat wird es halt eben doch brauchen, gewisse regulatorische Maßnahmen, um die Leute, man sagt dann so schön, zu ihrem Glück zu zwingen. Muss ja nicht so extrem sein, aber einfach pragmatisch vielleicht immer in die Richtung zu gehen. Also eben nicht den großen Schritt aufs Mal, da überfordert man die Leute wieder, sondern immer sukzessive, da kommen sie mit und dann begreifen sie es auch und da kommen sie eben auch tatsächlich mit. Mobility Pricing, eben das habe ich erwähnt, das ist für mich gehört in den Werkzeugkasten der Verkehrsplanung viel verstärkter, als dass wir heute das machen können. Und ein Element, das wir nicht so ausführlich besprochen haben, die Siedlungsplanung, Siedlungspolitik, einfach Siedlung, Verkehr, dass das eben auch Stadtentwicklung, all das, das muss eben zusammenhängen. Wir können lange von Stadt der kurzen Wege sprechen. Wenn die Fußwege dann immer mindestens 5 Kilometer sind, dann, ja, dann machen es die Sportler noch, aber das sind auch nicht so viele Leute. Also, dass man eben auch all das miteinander zusammenhängt, auch natürlich die Vorschriften aus der Energie, Umwelt mit den Grenzwerten zur Luftreinhaltung und all das, alles miteinander vernetzt. Aber da sind wir eigentlich in der Verkehrspolitik, zumindest was das Vorzeichen angeht, laufen wir sehr parallel, Umwelt und Energie. Bei der Energie ist es einfach die Frage, ob die Schnelligkeit oder die Menge, die wir da in der Verkehrspolitik anschlagen, ob das noch genügt oder ob wir das nicht verschärfen müssen, das denke ich. Aber da beginnen wir mal. Der längste Weg beginnt auch mit dem ersten Schritt. Nur ganz kurz, ich hatte eine Frage vergessen, das war die nach dieser These, dass der Status, der Sozialprestige von Autos nachlässt in bestimmten Gruppen. Also wir beobachten das bei städtischen Jugendlichen, nicht bei ländlichen, also Jugendlichen vom Land, da ist das Auto nach wie vor das Freiheitsversprechen natürlich. Aber bei städtischen Jugendlichen sehen wir das ganz deutlich. Da nimmt die Führerscheinquote ab, da nimmt die Bereitschaft, Geld auszugeben fürs Auto deutlich ab. Stattdessen eher dann auf Internet und auch Städtereisen zum Beispiel als Statusobjekt nimmt zu. Und wir stellen das fest, beispielsweise in so einer Stadt wie in Berlin, sozusagen die postmodernen, kreativen Leute mit guter Ausbildung und interessanten Jobs, die viel unterwegs sind, die mal in Kopenhagen sind, in Amsterdam und nächste Woche in London, die haben auch keine große Affinität zum Privatauto. Die leihen sich dann eins, wenn sie eins brauchen. Auch das finde ich jetzt nicht uninteressant. Das sind natürlich Leute, die, was die CO2-Bilanz angeht, nie auf diese 2000 Watt Geschichte kommen oder eine Tonne CO2. Aber sie haben nicht mehr diese Affinität zum Auto. Und das Auto ist nicht mehr sozusagen das Ding, womit man so angeben muss.
Die Frage wäre jetzt sozusagen auch an Anumita, ob das jetzt ein spezifisch westliches Phänomen ist oder ob sie auch sowas in Indien, speziell in Delhi, sieht, dass es sozusagen bestimmte Kreise, auch wenn sie noch so klein sind, sie können ja wachsen, sie sind ja gerade diese Kreativklassenleute sind ja meistens auch Multiplikatoren, medienaffin und so weiter, ob sowas auch in Indien gibt. Also sozusagen eine Gruppe, identifizierbare Gruppe von Menschen, die sagen, okay, ich könnte da zwar ein Auto, aber das ist mir nicht so wichtig, ich möchte lieber dann doch flexibel sein und bin sozusagen anders gepolt. Gibt es das da auch? No, that's an interesting question. As of now, I mean, looking at it from the Indian way of living, yes, car has somewhere caught the imagination of people. Okay, they want to own a car. They want to see us using a car. It's a symbol, it's status, it's aspiration. Right? And it's not surprising. It has happened in this part of the world. It's very natural it's going to happen in our part of the world as well. And people are not going to say no to cars so easily. And therefore, the role of the policymakers becomes that if you can therefore give them the alternatives and make the alternative attractive and at the same time make the car more difficult to use. I mean, these are the only two strategies that we can work with. And therefore, when we tell people, okay, if you want to own a car, you can keep it, have the best hybrid, but keep it in the garage and then take a bus. And if they can understand that the daily commuting, why do you want to spend 2 hours stuck in a traffic? Somewhere along the line, therefore, what I would really like to say, and therefore when you also said that what you really would like to do if you're at a queen of the country or anything like that, is very, if you have the authority, it's very easy to lay down certain do's and don'ts, and you can certainly say, and you can put all your sustainable mobility aspirations on a policy, on an action plan. So you will say, I want to scale up public transport, modernize it, non-motorized transport, make our cities more walkable. But more important, and that's where I would really like to think about, is that I come from a country where already 60 to 70 to 80% people in most cities are either walking or in a bus, okay? And they're already there. Now, for me, what is very important, therefore, is to bring a sense of dignity, attach a certain sense of, you know, that's the way my life should be, that I'm happy that way. It is somewhere along the line, it is just not that we're marginalizing the mode, but somewhere in the whole aspiration game, we are kind of losing that esteem that we have, the self-esteem that we have, the self-respect that we enjoy being on a bicycle. And so our investment, therefore, should be in building up that public knowledge, public understanding, making in people's mind the connection. That is far more important today. You can bring in any more, that's technology. But what you really have to create a political capital for politicians also to realize that it is not the flyover that's going to give me the votes, but it is a bicycle path that is going to bring me the vote. And that's why it was a fascinating experience in Delhi when I showed you that slide on that bus rapid transit system that we have made in Delhi. And when I said that there was a riot on the road, that 14% of car owners were holding it up. But it was amazing that when we thought that the current government would fall in the coming elections because of that, but just the opposite happened. So when the elections happened immediately after the implementation of this project, the ruling government, they won all along the BRT corridor, and they won the elections in Delhi. And somewhere along the line where the surveys were done, 70% of the people said, we are happy. And the word that they used was happy. Now, clearly, therefore, the policy, the political message is there, and political message, but it is so latent, so dormant, that we are not being able to bring it out sharply enough to make these little changes the political capital for the big change that we want to see in the future. Vielen lieben Dank. Gut, ich könnte jetzt on and on gehen, aber es gibt jetzt gleich einen kleinen Imbiss und wir haben einen langen Tag hinter uns. Die nächste Frage wäre für mich zum Beispiel soziale Ausgestaltung von höheren Preisen im Norden und auch natürlich der Frage, dass Zugang zu Mobilität natürlich auch Chancen bedeutet, also gerade auch bei den Leuten in den Slums. Und es für uns natürlich leicht ist zu sagen, sollen kein Auto haben, also aber ein
nochmal ein Thema für einen eigenen Workshop wahrscheinlich. Könnte man auch eine ganze Tagung über dieses Thema Mobilität der Zukunft machen. Ich bin froh, dass wir wenigstens 2 Stunden hatten. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge schon voneinander gelernt. Freue mich, dass Sie so konzentriert zugehört haben und gefragt haben. Jetzt wünsche ich uns erstmal einen schönen Imbiss zum Networken und weiterdiskutieren. Und dann geht's um... Oh, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Um 19.30 Uhr. Ja, Sie wissen es besser als ich, glaube ich. Es geht irgendwann weiter zumindest. Vielen lieben Dank auch nochmal an die Panelistin. Tschüss.